Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute... Hallo! Ja, wir haben wieder einen wunderbaren Gast, und zwar den großartigen Kollegen Engelbert von Nordhausen. Hallo! Ich freue mich! Und was machen wir heute für ein Spielchen? Promis erraten. Ach, ach du lieber Gott, ja. Naja, blamieren oder kassieren, oder wie? Ja, blamieren. Blamieren oder kassieren, genau. Dann wollen wir mal sehen. Ja. Dann fangen wir mal an. Erster Promi. Was, wer ist das? Wer soll denn das sein? Mit einer Brille? Ja, Brille. Vielmann. Sagst du, die Augen geht zu Vielmann? Ja. Blaue Zimt hat er an. Ja, durch die Farbe natürlich. Ja. Das irritiert also, natürlich. Ich sag dir jetzt ehrlich, erkenne ich im Leben nicht. Nein. Gut, wir lösen auf. Ach, dolly. Aber das war durch die Farben nicht zu erkennen. Nee. Also das war Liebe, weil ich meine, der ist ja nur wirklich bekannt, der Herr. Ja, ja. Mr. Wer wird Millionär? Ja, so. Ist er auch geworden. Auf dem Bild. Ja. Multi? Denke ich mal, ja. Weiter geht's. Herr Bohlen dürfte das sein, ne? Das ist mega. Ja, könnte Bohlen sein, ja. Ja. Ah, guck mal, haben wir schon Treffer. Gott sei Dank, der sieht auch nicht mehr ganz frisch aus. Nein. Ja. Das kann man auch nicht machen für Geld. Nee. Gut. Oh. Ja. Das ist sehr abstrakt. Ihr führt uns wirklich aufs Das ist sehr abstrakt. Also das ist wirklich schwer. Weiß ich nicht. Bereich Schauspieler. Ein Schauspieler? Warum ist er so rot im Gesicht? Schämt er sich? Ja, wer könnte das sein? Also selbst wenn ich das Gesicht erkennen würde, wüsste ich nicht, wie der heißt. Also wenn ich ein bisschen mehr sehen würde vom Gesicht, aber das ist wirklich mit den Farben, das ist zu schwer. Ich muss auch mit dem Gesicht hier gerne. Ja, aber das ist doch jetzt der beste Beweis dafür, dass es wirklich so schwer ist. Du kannst, wenn du nur die Farben hast, hast du ja eigentlich keine Chance. Ach du liebes bisschen. Frau Merkel, guck mal unten geht. Ja, das ist die Merkel, ja. Ja. Genau. Aber wie gesagt, nicht von Gesicht oder was? Weil ja, aber davon. Ja. Gut. So, also die zweite Frage haben wir schon. Boris Becker? Nee. Aber ein Sportler, irgendwie, oder mit so einem Cappy? Kein Sportler? Ja. Hätte jetzt gedacht wegen der Mütze. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht. Der sieht aus, der hier sieht durch die Farben, sieht das nicht aus wie so ein Cappy. Sieht aus wie ein. Einer aus der Grube, ja? Ein Grubenarbeiter. Ach so, ja. Ich weiß nicht, was das ist, was der da auf dem Kopf hat. Also, nee. Das können wir beenden. Ja, das also ist. Das bringt mir viel. Naja, Otto. Nein, aber wie gesagt, wenn du wirklich nur dann die Farben hast als Anwalt, das. Ja, ist ein bisschen schwierig, was Sie uns hier. Na, wir dachten, wir probieren das Spiel mal aus, das ist neu. Haben wir kaum eine Chance. Ja. Wenn man das ein bisschen anders bearbeitet, dass man wenigstens so kleine andere. Das ist Trump. Ja. die tote Katze auf dem Kopf und der rote Schal hier. Genau. Aber er sieht immer prima aus. Ja. Ich freue mich schon. Der wird wieder ein bisschen für Stimmung sorgen. Oi. Ist das nicht Cher? Nein. Aber mit langen, dunklen Haaren, Sängerin? Sie sieht ja in dem Bild wahrscheinlich viel älter aus, als sie wirklich ist. Taylor Swift. Ich denke mal eher, Santi würde Cara? Die Person... Meine Kollegin. Der jetzt auch hier La Familia immer spielt. Okay. Schön. Ach du liebe bisschen. Rübezahl. Es könnte ein Hund sein, so Bernardino oder so. Naja, guck mal, das sieht nicht sehr menschlich aus. Also maximal noch Rübezahl. Aber dann weiß ich nicht. Ja, jetzt wollen wir mal gucken.
Ah, unser lieber Lilly, der Fritze hier. Fritze wer? Fritz Rott, der immer den Patrick spricht hier. Ach so. Das ist ein Insider hier. Ah, aber mit Rübezahl, sagt ihm das mal nicht mit dem Rübezahl. Nicht, dass er nee, besser gerne, nicht. Das kriegt Identitätskriegerin. Oh. Oh. Der sieht er eigentlich. Ein bekannter Sänger. International bekannt. Ja. Ja. Ach, nicht hier, unser hier, wie heißt er? Luke Mockridge. Luke Mockridge, genau. Ich war bei dem in Köln in der Sendung da. Aber, Ich kenne ihn nicht. Wie gesagt, wir kennen ihn auch so nicht. Nee? Nee. Na, der Bill Mockridge hat doch hier jahrelang in der Lindenstraße gespielt, das ist sein Vater und die Mutter ist so auch Schauspielerin. Mhm. Und die haben, glaube ich, 5 oder 6 Söhne und der andere ist auch Schauspieler. Er hat schon Preise bekommen als hier so Comedian, Moderator und hat eine eigene Sendung gehabt. Okay. Aber es ist halt hier Glückwunsch für die Kiddies. Und dann war er ein bisschen weg. Ah, das ist Mr. Bean, ne? Mr. Bean, ja. Genau. Also siehst du, so ein paar haben wir ja wenigstens. Ja, das war's schon. Ja, das vielen Dank. Gut. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!